Explodier halt! Es fängt auch noch an zu schwimmen. Ich brech ab. Was? Stehen auf der Schwelle. So sieht's aus. Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, der dir zu helfen versucht, am Ende schlechter dreht? Jo, doch, schon. Shut up, du willst mich nur ablenken, das weiß ich. Würdest du sie wirklich schützen wollen? Ein Held sein wollen? Brechtest du dich um? Wo ist das letzte Teil? Da unten. Okay, komm, go, go, go. Au. Na, super. Runtergefalle. Ich meine, what the fuck, ja? Nicht kämpfen. Lass einfach los. No way. No way. Komm, das muss reichen. Boom. Fuck. Jetzt aber. Great. Oh, oh, what? Okay. Oh, gut. Wenigstens sind wir da draußen jetzt hier. Töte Jacob Lol Seed. Sick. Jacob Sick. Fickt euch. No way. So, minus eins. Komm, show me. Oh, der lebt noch. Bitch. Alright. Was Jacob? Seriously? Ja, die sagen jetzt einfach, ihr tötet Jacob Seed, only you. Frage ist, wo zum Fick? Wo zur Hölle? Okay, irgendwo ist da jemand. Nice one. Der hat gesessen. So. Da ist er. Da oben ist er doch. Ah, trifft mich genauso gut. Freut mich. Für ihn. Der alte Stricher. Bis dann, Nagito. Zum Fick! Aus welchem Anus? Verdammte Scheiße. Langsam wird's eng. Oh shit, der darf uns nicht nochmal erwischen. Ah, toll. Bleib noch ein bisschen. Was geht ab? Ach, den kriege ich so nicht. Den dafür schon.
Immer noch nicht tot. Gibt's doch gar nicht. Alter, wie ich gar keine Munition mehr hab. Gott. Das sagt ja mal richtig. 86 Schuss für den Bosskampf ist natürlich vielleicht nicht unbedingt das Optimum, hä? I hope. Der reißt uns der Arsch auf, der Jacob. Jacob. Stirb halt. Wie viel hält denn der aus? Gibt's doch gar nicht. Oh, hey. Ich hab gleich keine Munition mehr. Schuss, wow. Die absolute Oberhärte. Stirb, Jacob, verdammt. Ja, ja, Mann. Ich hatte noch gerade schon fast tödlich verwundet. Oh, ah da. Jacob? Ah, da. Fass. Drei. Holy shit. Wo sehen? Da. Okay, das gibt keinen. Ich muss gleich auf den zurennen. Ich sehe das schon. Stirb, du Ficker. Ah! Sonst habe ich nämlich gleich keine Munition mehr. Das kannst du sonst voll in die Tonne kloppen. Da kriegt er mich nicht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwie da hochkomme. Wovon ich jetzt mal stark ausgehe, dass es einfach mal gerade nicht möglich ist. Von hier da hochzukommen, oder? Ach, ich brauche ein Heli. Seriously. Und Munition. Ach, komm. Was haben wir denn noch? Können wir... Jawohl. Na komm her, du. Blöder Penner. So, Ruhe ist.
Alright, null Schuss, great. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah, das ist er, okay. Was heißt hier euch? Ich will nur dich besiegen. Hör auf! Alter, wie komme ich denn jetzt da hoch? Really? Ah, da. Okay, so. Wie schön für dich. Jetzt rennst du weg, hä? Du Pussy, Alter. Hier muss doch irgendwie weiter nach oben gehen. Ja, das hatte ich erschreckt, hä? Ich sehe schon. Okay, ich habe keine andere Waffe mehr. Oder? Warte mal. Ja, nee. Ah, shit. Okay. Gut. Hier irgendwie. Lauf, hat ihn zerlegt. Mein Bruder hat das alles kommen sehen. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Das ist nicht von Belang. Er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg, Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt, aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt, ganz pünktlich, wie bestellt, und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest keine Ahnung. Das war eine nice Ansage. Sehr geiler Dialog. Monolog. Trotzdem. Deputy, ich weiß nicht, ob ein Danke hier wirklich angebracht ist, aber naja, jetzt ist Eli wenigstens nicht umsonst gestorben. Das, was passiert ist, tut mir leid. Ehrlich. Du bist nicht allein schuld an der Sache. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Vorhaltungen oder Vorwürfe. Dieser Deputy Pratt und ein ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich. Kriegsopfer. Deputy, Shopping ist sicher nicht dein Ding, aber es gibt neue Ausrüstung. Ja, ich gehe schon mal gucken, was es hier in neuer Ausrüstung gibt. Vorausgesetzt, sie lassen mich jemals nochmal in den Bunker rein.